Heute geht's darum, wie man verschlissene Hosenbeine schnell und einfach wieder salonfähig machen kann. Wenn Menschenbeine zu kurz oder Hosenbeine zu lang geraten sind, dann kann leicht sowas dabei herauskommen. Das lässt sich aber leicht beheben. Was brauche ich dazu? Selbstverständlich die verschlissene Hose, ein paar Stecknadeln, farblich angepasstes Nähgarn, eine Schere und natürlich eine Nähmaschine. Zuerst sollte der Saum umgeschlagen und mit den Stecknadeln abgesteckt werden. Damit stellt man sicher, dass sich die einzelnen Stofflagen während des Nähens nicht zueinander verschieben, sonst käme am Ende eine völlig verdrehte Naht dabei heraus. Nun kommt meine selten benutzte Nähmaschine zum Einsatz, die ich allerdings erst aufbauen und herrichten muss. Zuerst kommt der Stecker für das Fußpedal an seinen Platz, das braucht man zum Gas geben und es kommt unter den Tisch. Jetzt fehlt noch die Stromversorgung. Damit sich meine Naht in ihrer Farbe nicht so sehr von der Hose abhebt, verwende ich braunes Nähgarn. Das muss ich aber erstmal in die Maschine einfädeln. Das ist eine Fummelarbeit, aber da kommt man halt nicht drum rum. Tja, mit Licht geht's einfach besser. Dann ist der Faden auch ruckzuck eingefädelt. Der Unterfaden wird durch eine Umdrehung am Handrad hochgefischt und mit nach hinten gezogen. Der sollte freilich den gleichen Farbton haben. Alle Vorbereitungen sind nun gemacht, jetzt kann ich endlich mit dem Nähen beginnen. Nähfuß runter, die erste Stecknadel raus und ab geht's. Achtung! Kommt man an eine solche Stelle, wo viele Stofflagen übereinander liegen, gebe ich sehr wenig Gas und unterstütze die Maschine sogar von Hand, weil ich dann mehr Gefühl habe und es brechen wesentlich weniger Nadeln. Am Ende der Naht, also da, wo man den Anfang wieder trifft, nähe ich zuerst einmal ein kleines Stückchen zurück und nochmals nach vorn. Das macht man, damit sie auch nach längerem Gebrauch der Hose nicht wieder aufgeht. Die Fäden abschneiden, schon ist man fertig. Und nicht vergessen, das andere Hosenbein sollte man auch kürzen. Ihr seht, so einfach geht das. Und meine Hose und ich, wir haben quasi ein neues Leben zusammen. Juhu! Und wer keine Nähmaschine hat, der macht's einfach per Hand. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Übrigens, bevor Fragen aufkommen, die originellen Hausschuhe sind handgemacht von meiner lieben Schwester Inge. Weiteres dazu seht ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, teilen und unten kommentieren. Ich würde mich riesig freuen. Und beim nächsten Mal blicke ich einmal auf meine 33 Videos zurück, die ich euch bis dahin präsentiert habe. Und da ist mir doch glatt was Spannendes eingefallen.